Vorher habe ich mal ein anderes benutzt, aber das hier bestimmt seit 3 Jahren, jeden Tag, wirklich jeden Tag. Mal schon dieses, also das ist zum Beispiel auch auf Amazon einfach erhältlich. Die Marke ist Natural Elements, kann ich das sehr empfehlen. Ich halte es hier nochmal kurz in die Kamera. Ja, und da sozusagen die Zink, hier zum Beispiel veganes Omega, das habe ich mir vor ein paar Monaten erst zum ersten Mal genehmigt. Wenn du das zum Beispiel jeden Tag ein, zwei Mal nimmst, steht drauf, 3 Kapseln ja, pro Tag. Früher, wie ich das noch nicht gecheckt habe, ne, bin ich immer mit allen zum Mittagessen und dann habe ich irgendwie zum Mittagessen schon mal eine halbe bis dreiviertel Stunde länger gebraucht. Ich möchte mal ganz kurz einen Tipp geben, wenn du zum Beispiel jetzt schon am Spätnachmittag, so zwischen 15 und 16 Uhr, ja, und ich weiß das wirklich aus Erfahrung, ich habe ja auch früher schon 10 und mehr Jahre her für Agenturen gearbeitet, innerhalb von Agenturen, Teams aufgebaut, Coaching und so weiter und so weiter, selbst auch natürlich auch als Agent gearbeitet jahrelang. Und da weiß ich aus Erfahrung, wenn man so um 8 Uhr, 9 Uhr morgens, 8.30 Uhr meistens sowas zum Telefonieren anfängt als Telesales, ja, dann hat man spätestens ab 15 Uhr nachmittags ist Schicht im Schacht. Also da macht keiner mehr irgendwie groß noch Sales. Also ist wirklich die Ausnahme bestätigt immer die Regeln, aber ich würde mal sagen, von 100 machen vielleicht noch 2 bis 5 Leuten dann irgendwie noch Stoff weiter. Der Rest hat dann keine Energie mehr, teilweise schon wesentlich früher. Also von einem 8-Stunden-Tag telefonieren, dann arbeiten, so richtig arbeiten die meisten nur 6 bis 7 Stunden. Aber du kannst vorbeugen, indem du einfach letztendlich leichte Kost zu dir nimmst. Ja? Und wir haben ja schon mal einen Smoothie heute zubereitet hier. Heute ist ja Sonntag, ich mache ja nur Vorbereitungen. Das Ganze natürlich nur stellvertretend für einen normalen Arbeitstag, aber ich mache das Gleiche auch am Samstag und auch am Sonntag, weil ich arbeite ja auch am Samstag und am Sonntag. Ich habe mein eigenes Unternehmen, Klein Marketing. Ja, kannst gerne mal vorbeischauen, einen Termin buchen, klein-marketing.com. Und jetzt haben wir so 15.30 Uhr ungefähr. Und da würde ich halt empfehlen, so für den zweiten Gang, ne, so den zweiten Smoothie, ich trinke teilweise 3, 4, 5 Smoothies am Tag, ne, weil es einfach leichte Kost ist. Es ist halt leicht verdaulich, weil im Mixer natürlich, und dann geht es sehr schnell ins Blut über. Und dort brauchst du sozusagen möglichst schnell, ohne dass es dich Ewigkeiten im Magen aufhalten muss. Und das zieht dich komplett runter, dein ganzes System bei mir, weil ich einen sehr niedrigen Blutdruck habe. Umso schwieriger, umso mehr, umso häufiger muss ich natürlich immer mit leichter Kost arbeiten. Hilft mir enorm. Also früher, ganz früher, wie ich das noch nicht gecheckt habe, ne, bin ich immer mit allen zum Mittagessen und dann habe ich irgendwie zum Mittagessen schon mal eine halbe bis dreiviertel Stunde länger gebraucht und dann danach immer 2 bis 3 Stunden, bis das ganze Zeug mal verdaut war. Ja, am besten noch Fleisch und alles mögliche, Kram, Nudeln und so weiter. Also es ist einfach tödlich. Ja. Also das ist wie eine Folter. Ja. Also wenn du eigentlich performen willst, ja, voll Stoff geben willst, du kannst nicht, weil dein ganzes System ist lahmgelegt, weil dein kompletter Blutkreislauf hat sich eigentlich im Magen gesammelt, ne, weil er einfach die Energie braucht, um da jetzt den ganzen Kram zu verdauen. Ja. Und am Ende, wenn du mal ganz ehrlich bist, Nährstoffgehalt von dem Zeug, was du da isst, ja, 20%, 80% wird dann eh wieder ausgeschieden. Und dann hast du da auch noch mal irgendwie eine halbe Stunde, wo du auf dem Klo sitzt. Ja. Und riechen tut es auch noch. Also auf jeden Fall hier mal der Nachmittagsmovie. Meine ganz große Empfehlung ist hier Bio-Mandelmilch, ja, weil das einfach auch sehr viele gute Eiweiße und so weiter auch drin hat. Ne. Nicht zu viel davon, aber so ein bisschen was passt schon. Und da jetzt hat meine Empfehlung, weil du brauchst sozusagen so einen guten Zucker, einen guten Fruchtzucker und dann nie irgendwie einen Saft oder sowas nehmen, weil du dann nämlich diese ganzen Fasern nicht drin hast und dann sozusagen das wieder so mehr als Gift für deinen Körper mehr oder weniger und zu konzentriert und zu viel Konzentrat und so richtigen puren, reinen Saft kriegst du ja eh kaum. Also irgendwo beim Obstbauern vielleicht, aber er hat da schon Zugang. Also so im Supermarkt lieber die Wildimsbirne, die schön reif und saftig. Warum? Zum einen haben wir dann einen sehr hohen Fruchtzuckergehalt und zum anderen fuckst du deinen... ich habe, glaube ich, jeden Mixer, den ich jemals gekauft habe, innerhalb von
5 Minuten habe ich den schon wieder gecrashed, weil ich aus Versehen irgendwie eine Blaubeere, die gefroren war, irgendwie reingemacht habe. Und dazu ist die halt nicht gedacht. Das sind halt einfach nur softe Mixer, besonders die ganzen kleinen hier, die man auch auf Reisen als Vertriebler sehr gut mitnehmen kann. Ja, und da eben eine sehr reife, es muss also sehr schon sehr weiche sein, da kann man die da reinschmeißen und sehr klein schneiden. Ja, also sehr klein schneiden, ja, also ein sehr kleine Brocken hier, ja, Saft spritzt schon raus. Ja, das mache ich jetzt hier nicht alles, das mache ich dann später. Einfach nur so, als dann würde ich auf jeden Fall, da habe ich jetzt zwar Vitamin A drauf, aber da ist was anderes drin. Und das ist das sogenannte ISN-Pulver von, ich zeige euch mal den Brand, der sehr, sehr guten, die haben halt einfach eine ganze, also diese ganzen Aminosäuren, die hier alle drin sind, Leucetin und alles mögliche, da sind ein paar wirklich hyper wichtige Dinge drin. Das ist nicht bei jedem Eiweißshake so und deswegen die sehr gut. Und da würde ich halt immer entweder Vanille, wenn du mal was Neutrales möchtest, aber ich nutze da sehr, sehr gerne das Himbeer. Das kriegst du aber meistens nur auf Amazon, also so in den ganzen DMs und so weiter, kriegst du das gar nicht, das Himbeer. Und da musst du halt meistens mal ein Kilo nehmen, aber ich habe das in 2 Monaten weg. Und dann letztendlich Erdbeer und Himbeer. Warum? Weil da auch diese ganzen Enzyme und so weiter von diesen Beeren drin sind. Super. Ne? Und dann gibt es natürlich auch noch hier, das ist Mariendistel, Antischocken, Löwenzahn. Das ist für die Verdauung, dass du nicht solche Blähbäuche bekommst. Aber da ist jetzt auch was anderes drin und zwar Brombeerextrakt. Also Brombeerextrakt auch von ISN. Google das mal oder auf Amazon. Ich verlinke es dir eventuell hier auch unten, wenn ich es finde, den Link und wenn ich Zeit dazu habe. Also auch von dieser selben Firma, ISN, ja, ich kriege da kein Geld dafür, ja. Also kannst du den Link, wenn ich ihn finde, egal, brauche ich nicht, egal, 2 Euro ist mir auch wurscht, aber also ich will ja nicht kein Geld verdienen, ich will ja nur, dass du perform bist, das wake up, ja, und gib Gas. Da gibt es dieses Brombeerextrakt, also es ist kein richtiges Eiweißpulver, es ist ein hochkonzentriertes Brombeerextrakt, so, also das ist auch sozusagen als Geschmacksverstärker unfassbar geil. Weil ich mag auch dieses Saure sehr gern bei diesen ganzen Beeren und so weiter. Ja, also ich bin dann so naturell, ich mag auch dieses Zitrone, diese ganzen Citrus-Movies und so weiter. Also könnte ich mich wirklich dämlich, da habe ich schon teilweise zu viel davon gehabt auch. Ja. Leider gibt es in Deutschland jetzt nicht mehr so viele, diese Fruchtsaftbars seit der Pandemie, sind die irgendwie alle ausgestorben, ich weiß es nicht. Also es gibt eine tschechische, Frutissima heißt das, eine tschechische Fruchtsaftkette. Die gibt es aber leider nur in Österreich, Ungarn, Tschechien und so weiter, aber leider nicht in Deutschland. Die sind aber auch mega teuer geworden und so weiter. Also da kostet, glaube ich, innerhalb eines Jahres, glaube ich, ihre Preise verdoppelt, immer wieder sukzessive erhöht. Jetzt kostet irgendwie so ein also wie bei uns der Dean und David, genau. Da kriegst du ja auch so ein paar Smoothies, also nicht so viele Kombinationen und auch quasi, also da kriegst du jetzt irgendwie so ein Smoothie, kostet mittlerweile auch schon 7 Euro und es sind vielleicht so 5 Würfel Mango drin oder sowas. Also das ist eigentlich ein Bullshit. Also mach den Kram selber. Ja, noch gibt es diese ganzen Beeren jetzt auch in der High Season, Juni, August, auch diese kurzen Nächte, die wir haben, diese langen Tage, ja, dass du auch wirklich, wo ich auch rein aus meinem Naturell her schon allein nie mehr wie 5-6 Stunden maximal schlafe, ja, besonders in dieser High Season und dann noch zudem auch noch zusätzlich ist es auch noch die absolute High Season, was Vertrieb betrifft. Ne? Also wir machen meistens so 3/4 des Umsatzes bei Klein Marketing für unsere Kunden, aber auch für uns selber, ja, und auch für unsere Kunden machen wir meistens in einem Zeitraum von Januar, Februar bis August. Ja? Und das ist genau die perfekte Season. Da gibt es auch diese ganzen Beeren. Und die geben auch massiv Energie, dass du das auch durchziehen kannst und durchhalten kannst. Unter anderem gemischt eben mit diesen ganzen, dieses Magnesium hier würde ich auch sehr empfehlen. Und zwar nicht dieses komplexe Magnesium oder diese billigen Magnesium. Ich würde dann dieses Glycinat, ganz wichtig, dass du das Glycinat Magnesium nimmst. Weil wenn du zu viel von diesen anderen Magnesium nimmst oder vom falschen Magnesium, dann kriegst du sehr schnell auch Kopfschmerzen. Ja? Von diesem Glycinat, wenn du da, sagen wir mal, jetzt so eine 500 Milligramm oder was das da sind, also man kann täglich 3-mal eine Kapsel nehmen, das ist schon heftig. Ich nehme nicht mal 2, also an manchen Tagen nehme ich 2 und ich sage dir, du schläfst wie ein Baby. Ja? Also teilweise ist es so, dass ich, wenn ich einschlafe, wenn ich das davor genommen habe, ich schlafe ein, mein Körper ohne Wecker steht nach 5-6 Stunden auf und ich fühle mich als wie neu geboren. Ja? Das ist sehr krass. Dann gibt es noch Ginkgo, da habe ich jetzt auch ein neues Ginkgo nochmal recherchiert von einem aus Bali, einem Freelancer aus Bali.
Es ist irgendwie so ein Südostasien. Ich weiß jetzt nicht den Namen, aber das verlinke ich auch noch. Das ist echt krass. Ich teste es gerade. Dieses Ginkgo ist echt super. Dann gibt es noch Maca-Pulver und noch 10.000 andere Sachen, die ich immer wieder mal nehme. Und man darf auch nicht zu viel nehmen und so weiter. Also dann hat man auch mit der Verdauung natürlich Probleme und so weiter. Schon allein, weil es alles, dieses ganze Pulverzeug natürlich. Und immer nur als komplementär, also nicht einfach nur noch von dem Zeug leben. Das ist eher schädlich, würde ich sagen. Also schon noch auch was essen. Ja? Also ich habe ja hier auch Sachen zum Essen drin. Ja? Und also die Mischung macht's, aber halt leichte Kost. Und versuchen halt einfach, dir das Leben nicht unnötig schwer zu machen, indem du die ganze Zeit dir oder zum Mittag irgendwelche Burger und Döner und was da guck, was für ein Kram reinziehst. Ja? Braucht kein Mensch. Okay, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps weitergeben und mach das Leben so einfach wie möglich. Denn das ist sozusagen die Basis für gute Performance im Vertrieb und dass du eben auch erfolgreich und viel Geld verdienst. Ja? Du glaubst es nicht, aber glaubst mir wirklich, das, was du zu dir nimmst, das bist du. Ja, das, was du isst, das bist du. Ja, und wenn du Fraß isst, dann bist du Fraß. Ja, also wenn du Scheißdreck isst, dann bist du selber Scheiß. Ja, und dann kannst du auch keine guten Sachen rausgeben, ja, in Sachen von Performance. Glaub mir, macht einen riesen Unterschied. Und schon allein, wenn ich mit der S-Bahn in die Arbeit hierher fahre und so weiter, ich sehe immer so viele Leute, die übergewichtig, mit irgendwelchen Hautkrankheiten und so weiter und all möglichen, teilweise so widerlich, ne? Und stinken in der S-Bahn, wenn es warm ist und so weiter, wo ich mir sage, ey, boah, ich muss gleich kotzen. Und das hat alles mit Ernährung zu tun. Ja? Hafermilch, auch gut. Ja, war noch gut. Wäre jetzt übel gewesen, wenn er nicht mehr gut gewesen wäre. Mmh, so eine richtig reife Birne. Yum. Ich hoffe, der kleine Mixer packt das ganze Zeug jetzt. Das ist immer eine Herausforderung mit diesen kleinen Mixern hier. Der packt schon einiges, nicht schlecht. Mmh. Ich übel.